Hallo meine Freunde, zurück wieder mit dem Let's Play Paper Mario 2, die Legende vom Millionentor. Beim letzten Mal haben wir unseren neues Party-Mitglied bekommen, den roten Yoshi Zoro. Und wir sind in die erste Liga aufgestiegen, yay. Du musst all die Gegner, die du hier siehst, aus der eigenen Kraft schlagen. Hätte ich nicht gedacht. Wie sieht denn die Rangliste aus? Wer ist denn für uns? Minikäfer, Stachel, jetzt bla bla. Okay. Fangen wir einfach mal an. Kampf. Yay. Hallo Bomba, du möchtest dich also zum Kampf anmelden? Also gut, dein folgender Gegner ist gegenwärtig auf Platz 9. Die Pickelkäfer. Okay. Dass du gerne Gegner in der ersten 3 Runden nicht angreifen. Was? Okay, gelegentlich sollte ein Profi Schwäche vortäuschen. Okay. Wie beim echten Wrestling, alles nur gestellt. Na komm. Ja. Ersten 3 Runden nicht angreifen, was soll ich denn dann machen? Naja, ich könnte sie scannen, ne? Gut. Die in der Folge Kampf sind der Krawallklempner Bomboluigi und die stacheligen Sadisten, die Pickelkäfer. Okay. Bomba und ich sind unschlagbar. Yo. Let's fight. Okay. Dann schauen wir doch mal, was das Ganze geben wird. Oh. Ach so. Ich greife nicht an, ne? Ich tippe mal, dass das kein Angreifen ist. Oder hoffe ich mal, dass das nicht als Angreifen zählt. Was stark ist eine Verteidigung? Heilung 4. Nur gegen Feuerteilung und Explosion. Wenn den umlässt, sind Verteidigung 0. Okay. Ich hoffe mal, das zählt nicht als Angriff. Ich hoffe es einfach mal. Okay, dann machen wir hier eine Show-Einlage. Yay! Dich tausche ich aus gegen Zoro. War jetzt kurz geleckt, warum auch immer. Wow. Leck. Fertig mit Lecken. Okay. Wie sieht deine Show-Einlage denn aus? Yay, er freut sich. Verdammt. Okay. Das waren jetzt 3 Runden, ne? Ich hoffe mal. So. Okay. Yay. 1, 2, 3, 4. Yays. Okay. Kannst du deinen Saugmatz jetzt überhaupt noch machen? Ja, kannst du. Blups. Yays. Yay. Der Gewinner ist Bomboluigi. Es ging ja mit links. Nee, mit rechts. So, bitte deine Gage. 11 Münzen. Yay. Und Story. Ne, keine Story. Also. Machen wir weiter. Nehmen wir uns ausruhen und den nächsten Kampf einfach direkt machen. Und schauen wir mal, was das so geben wird. Kampf. Yays. Hallo Bomba, du möchtest dich also im Kampf anmelden. Also gut, dein folgender Gegner. Es ging welche auf Rang 8. Was? Kämpfst gegen die Stachelsteine. Ja, sollst du keine Sternattacken. Okay, das ist kein Problem. Keine lange Inszenierung. Ich möchte sehen. Ja, ist okay. Ist okay. Yays. Besetzt. Ah ja. Ja, der Kampf beginnt. Nein, komm. Fangen wir einfach an. La 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 la.
so, die Viecher. Ja, da muss ich sowieso den Yoshi nutzen. Im Fall im Kampf sind der Charakter mit einer Bombe-Luigi und die wandelnden Waffen die Stachelsteine. Bombe und ich sind unschuldig. Ja. Ja, schon. Hey, wir werden dich zerfetzen. Ja, fast. Let's fight. Und es sind wieder solche, die ich nicht durch die drauf springen kann und nicht Dingens kann. Ich kann Sternenattacken nutzen. Ja. Kein Ding. Ah. Okay. Oder so. Ist okay. Yes. Der Gewinner ist Bomba Luigi. Das ging schnell. Selbst schuld. Okay. Das ging schnell. 12 Münzen, yay. Na komm. Sorry. Ja. Und mal gucken. Gehen die Bar vor der Arena. Wieder von X. In der Bar sollen wir gehen. Die Frage ist nur, wer dieser X wohl sein mag. Okay, aber vorher kurz ausruhen. Weil ich habe keine Lust, in irgendeinen Kampf irgendwie ranzurennen, falls das kommen sollte. Und dann total geschwächt doch zu sein vom Kampf. Wäre jetzt zwar jetzt im Moment nicht so schnell schlimm, aber meine Herren. So. La-di-ta-di-ta. Achso, vor Türen muss ich also immer absteigen. Okay. Also für kurze Strecken lohnt sich das wahrscheinlich gar nicht. So. Oh yeah, wie geil ist das denn? Und der Yoshi kann durch die Wand rennen. Das ist geil. Was haben wir hier eigentlich noch hängen? Ein Chain Chomp? Oh Gott. Und was ist das für ein Monitor? War der schon vorher da? Habe ich nicht drauf geachtet. Okay. Yes. Nö. Na komm, lass mich da rein. Ich sehe gerade was. Moment. Komm her. Da. Stimmt. Fällt mir gerade auf, wo ist denn sie hier hin? Hier war doch die Kellnerin. Ich muss hier. Oh, hallo Bomba. Ich habe dich erwartet. Hast du gerade eben lag dieses Ding mit einem Brief vor meiner Bar. Im Brief stand, ich soll das. Ja, die das überreichen, wenn du kommst. Bitteschön. Oh ja, yeah, der Superhammer, wie geil ist das denn? Geil. Hallo, ich bin Titania. Schön, dich mal wiederzusehen. Du hast den Superhammer bekommen, herzlichen Glückwunsch. Nun kannst du mit dem Hammer noch effektiver angreifen. Außerdem kannst du den Hammer jetzt auch anders benutzen. Üben wir das noch gleich mal. Es ist etwas schwierig, aber du wirst es schon meistern. Wenn du B gedrückt hältst und okay, dreht sich dein Körper, lässt du B los, wirst du einen Wirbelschlag aus. Es ist wichtig, dass du lange drehst, bevor du B loslässt. Okay. Okay. Dann kann ich wahrscheinlich super. So, möchtest du noch einmal probieren? Ich bin perfekt. Sehr gut, weil ich so Wirbelschlag jetzt also perfekt. Hi. Na, kannst du auch diese großen Blöcke zerstören? Okay, natürlich kannst du den Wirbelschlag auch im Kampf benutzen. Also dann, viel Glück. Jo, und tschüss. Sehr schön. Du siehst ja aus wie ein Nostama-Modell. Einfaches Prachtstück. Schau dir nur diesen eleganten Griff an. Man sagt, die Sama sucht sich seinen Besitzer selbst aus. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Bestimmt ein Geschenk von einem begeisterten Fan. Aber warum hat er es nur in der Bar hin abgelegt? Wenn es wirklich ein Fan von dir ist, hätte er dir doch direkt geben können. Ah, schon wieder eine Mail. Hi. Zerstöre den Block in der Garderobe der zweiten Liga. Okay. In der Garderobe der zweiten Liga den Block zerstören? Was hat er wohl? Schöne gute Frage. Vor allen Dingen, weil ich das sowieso vorhatte. Das ist nämlich den Block, der als nächstes kommt. Yay.
Was passiert wohl, wenn ich damit einen Gegner angreife? Also als erstes treffe mit dem Erstschlag. Das müsste eigentlich voll wehtun. So. Jetzt wieder. Hallo Bomber. Nach dir halten, dass du in der zweiten Liga bist. Bitte geh durch. What? Huch, da sind die dummen Brüder, okay. Homs, weg mit dich. Lass mich da rein. Da oben ist ein Zettel. Okay. Okay, man muss. Hopp, hopp. Das war zu knapp. Jetzt muss er sich erst umdrehen. Sehr gut. Das muss man auch erstmal wissen. Sehr gut. Die Papiere haben Papiere mit Notizen, die scheinen sehr wichtig zu sein. Guck mal, das ist ein Bericht über das Sternjuwel. Irgendjemand hat das wissenschaftlich untersucht. Das ist sogar ein Foto. Aber wer hat das hier sehr verdächtig? Das ist eine gute Frage. Hey ihr da, was habt ihr denn hier da zu suchen? Es ist die Garderobe der zweiten Liga. Kämpfer der ersten Liga ist der Zutritt verboten. Außerdem habt ihr den Block in der Wand zerstört. Was hat das zu bedeuten? Und was du da gefunden hast, das werde ich an mich nehmen. Okay. Warum auch nicht? Schauen wir mal. Ja, blöde Ziege, dieser Bericht hat uns bestimmt weitergeholfen. Na, zumindest ist jetzt klar, dass das Sternjuwel wirklich hier in der Arena ist. Jo, das will ich dann, glaube ich, nicht benutzen. Das könnte unangenehm werden. So. Speichern wir nochmal, wenn wir schon an dem Block vorbeirennen. So. Machen wir, glaube ich, einfach mal weiter, ne? Das ist jetzt nicht. Wir haben einen neuen Hammer. Yay. Kann man eigentlich immer noch nicht auf die... besetzt. Wer auch immer da drauf ist, soll mir egal sein. So, Kampf. Hallo, du möchtest dich also zum Kampf anmelden. Also gut, dein folgender Gegner ist gegenwärtig auf Rang 7. Du kämpfst gegen den Schattengang. Im folgenden Kampf darfst du deinen Gegner in den ersten Reihen auch nicht schon wieder... Ja, ist klar. Oh. Nicht angreifen, das ist so ein Bullshit. Da, 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 da. Na klar, ja. Ja, ich folge dir. Schade, ich wollte ihn von oben ansprechen. Ich versuche das Spiel zu glitschen. Hehehe. So. Schauen wir mal. Coopers. Die Gegner im folgenden Kampf sind die Kaiserklemper Bombo Luigi und die unaufseitsamen, die Schatten. Die Schattengänger. Ganger? Keine Ahnung. Bomber, wir machen dich fertig. Let's fight. Okay. Geht alles. Von Let's Fight hatte ich ja so eine Ahnung. Ja. Greifen den ersten Runden nicht an. Kann ich auch scannen. Zählt ja nicht als Angriff. Gut. Das ist ein Schatten-Cooper, gehört zur Familie Coopers. Was? Acht, okay. Das heißt, die normalen Cooper greift er auch an Union Kips. Dann wird er sogar noch stärker und verwendet besonders fiese Attacken. Das ist also ein wirklich finster Typ. Okay. Das ist fies. Ich glaube, ich blocke lieber normal. Scanner. Yay. Das ist ein Schatten. Ein Schattenpara. Schattenpara sind Flügelschattenkoopers. Hier und Flügel. Schattenkoopers, Angriffskraft steigt, wenn du sie umkippst.
Mit so einem Angreifen. Okay. Am besten du siehst dich schnell. Ist okay. Ja, machen wir einmal Sternfett. Komm. Yay. Natürlich. So, das ist der zweite schon rum. Na komm. Jetzt kommen keine Pilze mehr. Natürlich werfe ich voll dran vorbei. 4, 4 und 7. Okay, bin wieder voll geheilt. Yay. Nein. Nope. Habe ich doch wieder alles mit B geblockt. So. Du bist ausgetauscht. Gegen Sorrow. Und du machst... eine Schaueinlage. So. Yay. Yay. Verdammt. Okay. So, ich kann angreifen. Bams. Ah. Hätte mir nicht viel gebracht. So. Oh, what? Okay. Angriffskraft steigt. Yay. Und Rems. Das war's mit ihm. Verdammt. Danke. Na komm. Mach sie fertig. Sehr schön. Wunderbärchen. Und das war's. Der Gewinner ist Bomboluigi. Das ging ja. Naja, ging nicht ganz. Bomba. What the fuck? Hey, was soll das denn? Die Stahlbrüder platzen einfach hier rein. Du hast uns damals ganz schön fertig gemacht. Das zahlen wir dir heim. Und jetzt ist genau der richtige Zeitpunkt. Also auf. Ja. Achso, die wollen jetzt ihr Rematch. Okay. Why not? Den Effenpilz habe ich im Moment nicht, ne? Komm hier. Hast was zu essen. Yay. So, ein Saugmatz. Und Bams. Ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass die kaum Chancen haben werden. Vor allen Dingen, wenn ich dann sowas mache. Oder soll ich? Ja, komm. Na komm. Okay, ich habe gleich zwei Pilze getroffen. Na komm. Heilung. More Heilung. Sehr schön. So. Saugmatz. Bams. Wow, die waren schwierig. Ich habe mich so mehr geheilt als das andere. Sehr gut. So, oh, schon wieder verloren. Jo, das ist unser Bomboluigi, wie wir ihn kennen und lieben. Ein grandioser Sieg über die Stahlbrüder in einem Kampf ohne Regeln. Du bist unschlagbar, Bomba, und wir erwarten mit Spannung deinen nächsten Kampf. Und damit endet unsere heutige Vorstellung. Also, bis bald in der Arena. Yay. Bitte deine Gorge. So, Münzen. Ja. Na komm. Noch was? Ah, wieder eine Mail. Wenn du weiter herumschnüffelst, bist du erledigt. Mann, eine Drohung. Ich schätze, das ist diesmal aber nicht von X. Nur wer hat sie uns dann geschickt? Gute Frage, nächste Frage. Aber ich würde mal sagen, wir ruhen uns jetzt noch kurz aus. So.
Und wie es weitergeht, sehen wir beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Paper Mario 2D Legende vom Millionentor. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.